und Beine in die Länge ziehen. Wechsel immer ein Bein vom Körper wegdrücken, Hüfte kippen. Lösen. Wir kippen das Becken nach vor und nach hinten im Wechsel. Bilden ein Hohlkreuz und bringen dann die Lendenwirbelsäule Richtung Matte. Drei, zwei, eins, lösen. Wir gehen über zur Seitneigung in der Wirbelsäule. Wir heben den Kopf leicht ab von der Matte, Arme seitlich vom Körper und dann zieht ihr einmal rechts zu den Füßen und einmal links zu den Füßen. Dann wechseln. Eins. Lösen. Arme seitlich ablegen, Beine heben, Hüfte, Knie im rechten Winkel und dann lasst ihr die Knie auf die linke Seite fallen, wobei nur so weit absenken, dass beide Schultern im Kontakt mit der Matte bleiben und dann wechsel auf die andere Seite. Wer möchte, kann die Halswirbelsäule mitnehmen und dreht den Kopf auf die gegenüberliegende Seite. Jede Seite noch einmal. Sehr gut. Dann die Beine wieder ablegen, Arme auf Schulterhöhe zur Seite strecken. Und jetzt kommen wir mit der rechten Zehe zu den linken Fingerspitzen und auf die andere Seite dann linke Zehe. Zu den rechten Fingerspitzen, zu den eigenen Fingerspitzen.
Jede Seite noch einmal. Dann greift man die Knie mit den Armen, zieht die Knie zum Oberkörper und rollt über die Wirbelsäule. Immer größer werdender Umfang. Und dann kann man das Fett noch aufdrehen, so vergleichen die Bauchlage. Die Unterarme links und rechts vom Körper trainieren, Handflächen auf Gesichtshöhe, Blickrichtung zur Matte. Und jetzt drücken wir uns aus den Unterarmen nach oben, mobilisieren die Wirbelsäule. Drei, zwei, eins, lösen. Auch hier die Arme links und rechts zur Seite auf Schulterhöhe. Und jetzt kommen wir mit der rechten Ferse zur linken Hand und umgekehrt. Auch hier jede Seite noch einmal. Und dann setzen wir einmal zurück auf die Ferse. Nach vorne strecken. Dann kann man nach vorne bringen, das Becken Richtung Matte, Blickrichtung nach vorne oben. Ganz im Wechsel. Drei, zwei, eins und lösen. Mobilisieren abgeschlossen. Warm war uns, glaube ich, schon vorher. Es ist recht warm für uns alle. Gehen jetzt weiter zum Kräftigungsteil. Und zwar beginnen wir im Rücklage für die Bauchmuskulatur. Zeige die erste Übung vor. Wir heben die Beine an. Hüfte und Knie im rechten Winkel, Hände verschränken mal vor den Brust, dann kommen hoch und tief, das Ganze zweimal 15 Wiederholungen. Beine in der Luft, erster Durchgang Bauch. Wir haben zuerst drei Durchgänge Bauch mit steigender Hebellänge, also steigender Anstrengung. Beine hoch, Arme verschränken,
Wir starten gemeinsam in 3, 2, 1 und los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und 15. Kurze Pause. Dann machen wir uns bereit für den zweiten Durchgang. Gleiche Übung nochmal. Arme vor der Brust verschränken, Beine in die Höhe. 3, 2, 1 und los. Und 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und 15. Sehr gut. Bleiben noch in Rückenlage. Noch insgesamt 4 Durchgänge. Bauch, bevor wir uns um den Rücken kümmern. Nächste Übung zeige ich kurz vor. Wir erhöhen den Hebel, wir bringen die Arme seitlich vom Körper ungefähr auf Schulterhöhe, Ellbogen im rechten Winkel gebeugt, Handflächen zeigen nach oben und kommen so hoch. Auch hier 2x15 Wiederholungen. Die gerade Bauchmuskulatur soll zu spüren sein nach den 3 Sätzen mit jeweils 2. Dann langsam wieder bereit machen. Also jetzt die Arme auf Schulterhöhe, Beine in die Höhe, Ellbogen rechter Winkel. 3, 2, 1 und los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und 15. Pause. Dann einen zweiten Durchgang von der gleichen Übung. Noch einmal 15 Stück mit den Armen auf Schulterhöhe. Bereit machen. 3, 2, 1 und los. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8,
Neun. Zehn. Elf. Zwölf. 13, 14, 15. Sehr gut. Pause. Eine Übung haben wir noch für die gerade Bauchmuskulatur. Erhöhen noch einmal den Hebel. Ich zeige die Übung vor. Wir bleiben mit den Beinen in der gleichen Position, strecken die Arme hinter den Kopf nach hinten und die Arme bleiben während der Übung gestreckt und kommen hoch. Okay. Noch einmal 2 mal 15 Wiederholungen, dann haben wir die gerade Bauchmuskulatur erledigt. Bereit machen, Arme nach hinten strecken, Beine in die Ausgangsposition, in die Position bringen. Arme bleiben gestreckt, beiden durchgehen. 3, 2, 1 und los. Und 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, Pause, Geister gerade fahren. Fertig. Lockern kurz. Letzter Durchgang, bereit machen, Arme strecken, noch ein schöner Durchgang mit 15 Wiederholungen. 3, 2, 1, follow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1 und lösen. Bauch gerade ist fertig. Wechseln in die Bauchlage für die Rückenübungen. Kurz was trinken, wer möchte. Wir machen für den Rücken Back-Extensions mit unterschiedlichen Hebeln, genauso wie bei der Bauchmuskulatur. Wichtig, die Zehenspitzen fest in die Matte. Oberschenkel und Gesäß anspannen, sodass die Knie von der Matte abheben. Erster Durchgang, Blick Richtung zur Matte. Ich zeige es kurz her. Die Hände an den Hinterkopf zu den Ohren. Und dann hoch und tief kommen. Das Ganze 15 Mal. Rückenstreckermuskulatur. Alle bereit? In die Ausgangsposition. Die ersten 15 Stück. 3, 2, 1 und los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
machen. Und 14 und 15. Also. Dann zweiter Durchgang, gleiche Ausführung, wieder auf die Beine und auf die Anspannung an und Ausgangsposition. 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn und 15. Pause. Die nächsten zwei Sätze machen wir dann wieder in einem etwas längeren Hebel. Zeig's kurz vor. Wir bringen die Arme auf Schulterhöhe zur Seite. Ellbogen wieder im rechten Winkel abgehoben. Und dann hoch. Und tief kommen. Und so zweimal 15. Mit Pause dazwischen. Ausgangsposition. 3, 2, 1 und los. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, 12, 13, 14 und 15, Pause. Dann wieder bereit machen. Zweiter Durchgang, noch einmal 15 Stück Arme im mittleren Hebel. So wie vorher. 3, 2, 1 und los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14 und 15. Pause. Letzter Durchgang, Rückenkraft, zwei Sätze mit langem Hebel. Übungsausführung, Beine wie vorher, Arme nach vorne strecken, Daumen zeigt nach oben und die Arme bleiben gestreckt und die Daumen bleiben nach oben zeigt. Während den 15 Wiederholungen schaut man so aus, Blickrichtung bitte zur Matte und wir gehen hoch und ziehen. Zweimal 15 Stück.
Dann wieder vorbereiten. Arme strecken. Beine in Position bringen. 3, 2, 1 und los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Pause. Einen durchgängigen Durchhalten. Arme wieder in die Ausgangsposition bringen und nach dem letzten Durchgang nochmal darauf achten, dass die Arme schön gestreckt bleiben während den gesamten 15 Stück. 3, 2, 1 und los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, noch 5, 4, 3, 2, 1 und Pause. Rücken fertig. Kurz lockern, das trinken, wer möchte. Kommen zum seitlichen Rund. Da haben wir starten auf einer Seite, das ist die Übung im kurzen Hebel, das heißt, wir haben den Ellbogen unter der Schulter, in einer Linie dazu Hüfte und das untere Bein abgewickelt. Und dann gehen wir tief und hoch, und dann hoch gehen, ziehen wir das gestreckte obere Bein, auch noch nach oben. 15 Wiederholungen rechts, 15 Wiederholungen links, das Ganze zweimal. Seitlicher Rund, kurzer Hebel. Ausgangsposition, erste Seite, rechte Seite mal vorne mit ein. 3, 2, 1, und los. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und 15. Ausrechnung. Aufwärtsposition. 3, 2, 1, und los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 und 15. Sehr gut. Pause. Zweite Durchgang auf jeder Seite.
wieder auf die ersten Seite. Hier noch einmal 15 Stück. Da hast du die Zehenspitzen vom oberen Bein bis zum Mattezeiger nach unten. Aufwärtsposition. 3, 2, 1, und 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 10. Ausgangsposition, flache Seite. 3, 2, 1, und los. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und 15. Sehr gut. Eine letzte Übung. Haben wir noch Ganzkörper orientiert? Und zwar gehen wir in eine Plank-Position. Zeige ich Ihnen kurz vor. Plank-Position, schau, dass das Becken immer auf einer Höhe bleibt. Und drehen dann einmal das rechte Knie nach vorne, einmal das linke Knie nach vorne. Rechts, links im Wechsel. Versuchen 20 Wiederholungen, jede Seite zählt. Zwei Durchgänge, letzte Übung für heute, bevor wir zum Dehnen kommen. Ausgangsposition ist ein normaler Plank. Ellbogen befindet sich unter den Schultern. Ausgangsposition. 3, 2, 1 und los. 1, 2, 3, 4, 5. Rechts sollte es nicht mehr gehen, den Plank halten, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, hier noch, drei noch, zwei noch, die letzte Wiederholung und Pause. Sehr gut. Beim zweiten Durchgang noch einmal versuchen, die 20 Wiederholungen durchzuhalten. Wenn es nicht mehr geht, statisch im Plank aushalten, bis die 20 Wiederholungen der anderen vorbei sind. Noch kurz verschnaufen. Dann langsam wieder bereit machen. Ellbogen unter der Schulter. Plank-Position einnehmen. Und wir legen los. In 3, 2, 1 und los. 1, 2,
9, 10, 12, 13, 14, Spitze, 15, 16, 17, 18, die letzten zwei, 1 und lösen. Sehr gut. Geöffnet. Abgeschlossen. Denen zum Abschluss noch bleiben. Dazu gleich in die Bauchlage. Legen den Kopf am Unterarm ab. Anderen mit der Hand von der Hand vom anderen Arm greifen wir das Sprunggelenk. Und fliegt die Pferde zum Gesäß, das andere dann bleibt gestreckt oder schon parallel. Oberschenkel Vorderseite nehmen. Lösen. Greifen das andere Bein. Und noch hier wieder lösen. Drehen uns auf den Rücken. Drehen uns die Oberschenkel zur Rückseite. Ein Bein bleibt gestreckt, das andere Bein nach oberhalb vom Knie greifen. Und zum Körper heranziehen. Zehenspitze ebenfalls, Zehenspitzen ebenfalls heranziehen. Dehnung bei der Rückseite. Lösen, andere Seite. Dann stellen wir das Bein, das wir jetzt oben hatten, stellen wir auf, legen das zweite Bein Sprunggelenk auf den Oberschenkel und ziehen dann noch einmal das Standbein heran, drücken das Knie möglichst weit von uns weg nach vorne, flexen die Zehen heran, das ist ziemlich gut.
die Zehen heran. Dehnung, Gesäß. Lösen die Dehnung, machen das Ganze auf der anderen Seite. Lösen wieder, bleiben auf der Rückenlage, strecken die Beine aus, bringen das rechte Bein über das linke Bein und beide Beine leicht nach links und ziehen dann unseren Oberkörper auch nach links, dehnen somit die rechte Seite. Arme über den Kopf nach hinten gestreckt. Lösen und das Ganze noch auf die andere Seite. Das heißt, wir bringen das linke Bein über das rechte Bein, beide Beine leicht nach rechts und ziehen dann die Arme über den Kopf auf die rechte Seite. Dann auch hier wieder lösen und dann hochkommen.